So, nachdem wir jetzt in meinem Bunkerle bekommen haben, weil Steffi irgendwas gerochen hat, was ich nicht gerochen habe. Warum ich das nicht gerochen habe, das klären wir eventuell später nochmal. Und das sieht dann jetzt so aus. Auf jeden Fall ein bisschen heller als der andere. Ja, ich muss hier modeln. Weil Steffi modelt schon wieder, weil Erli Fotos macht. Machst du mal ein Foto von Mama? Ja. Ja, los. Na, von Papa. Von Papa. Und so schaut das hier aus. Eine Terrasse draußen mit mehr Blick jetzt. Also noch ein bisschen mehr als... Mehr? Ja. Fenster ringsrum. Mal nackig rumrennen kann man hier trotzdem. Eigentlich kann keiner reingucken, ne? Und ein schönes großes Bad. Guck mal, können wir auch auf dem Klo aus dem Fenster gucken, aufs Meer. Würde man mal putzen, das Fenster vielleicht. So sieht's aus in Krabi. Gleich am ersten Morgen wird man von kleinen Äffchen besucht. Und er lief jetzt das. Seite. Und Mama, wir sind wieder in Krabi. Ist das toll hier? Ja. Ja. Wir gerade eine Einkaufsmeile. Mehr oder weniger. Und Papa hat auch schicke Haare bekommen. Ja, kurzere zumindest, ob die jetzt schicker sind. Noch eine. Los. Schön auf die Ohren aufpassen, ne? Spielen sollte man damit nicht. Da werden die auch zuschnappen können, aber das machen die normalerweise nicht.
Hose! Und Mama, mal ganz kurz Sonnenschein genießen. Ja, die 5 Minuten am Tag heute. Kurz Regenpause ausschöpfen. Ja. Und was machen wir da Schönes? Na, wir gehen jetzt gleich was essen. Ja. Und was macht die Erli? Aber die Aussicht ist trotzdem schön. Ja. Auch wenn es grau ist. Ja, auch. Wie ist es in der Höhle? Gut. Gut? Warum läufst du nicht selber? Weil ich Angst habe. Quatsch. So, den Kopf aufpassen, ja? Zwei Schirme schleppen macht ja auch gar keinen Sinn. So ein Quatsch. Wozu? So nur Wasser. Hier ja, Mama. Schon nass geworden heute. Ach, geht. Nur zur Hälfte. Wird noch ein bisschen geil. Ja, an dem Tag haben wir am Frühstückstisch beschlossen, mal in die andere Richtung zu laufen vom Hotel aus. Das hat sich auch gelohnt. Das waren sehr schöne Ecken, die wir da gefunden haben. Kleine, abgeschnittene Strände, wo man halt wirklich nur bei absoluter Ebbe hinkommt. Und nun war das so, dass wir natürlich nicht damit gerechnet haben, dass die Flut dann aber so schnell wieder zurückkam, sodass wir da wirklich Schwierigkeiten hatten, rechtzeitig zurückzukommen. Das war dann eine ganz aufregende, wilde, schnelle Kletterei. War natürlich auch keine Zeit, um dann noch ein Foto oder ein Video zu machen. Aber hat sich unterm Strich gelohnt und zwar halt ein weiteres kleines Abenteuer. Was macht ihr? Surfen! Surfen! Oh, wir können das nicht alles holen! Oh, oh, oh!
macht es auf jeden Fall. Komm her! Hab dich! Hallo! Und macht das Spaß? Ja. Ja? Gut. Ja, ich würde fliegen. Na, super! Hallo. Bella! Bella! Oh! Das war ja gar nichts. So, sag tschüss. Tschüss. Tschüssi, Oma Heike. Meine Mandy. Wer noch so? Alle. Einfach alle? Tschüss. Und Heike.